Nisse Lüneburg, wir haben gelernt, Luca Toni ist kein Berliner, aber ein Münsteraner. Was schätzt du an dem Pferd? Ach, das Pferd hat unwahrscheinlich viele Möglichkeiten, hat, glaube ich, alles Springvermögen, was man braucht. Er ist sehr schnell und eigentlich auch sehr vorsichtig, nur manchmal lässt er sich ein bisschen leicht ablenken. Münster ist die vierte Etappe der BEMA Riders Tour. Du hast vorhin gerade gesagt, eigentlich war der Plan, Alina im großen Preis zu reiten. Aber Luca Toni hat sich heute sehr gut angefühlt. Zu wie viel Prozent steht denn die Entscheidung für Alina fest? Ach, ich muss ehrlich sagen, das ist, glaube ich, eine 50-50-Entscheidung. Ich muss jetzt selber einmal ein bisschen drüber nachdenken und dann werde ich da eine Entscheidung treffen. Ich glaube, beide Entscheidungen sind gut zu vertreten. Beide Pferde sind gut drauf und mal gucken. Wir sind gespannt und werden es ja morgen sehen. Danke, Nisse Lüneburg. Danke.